Herzlich willkommen, schönen guten Morgen an alle, die dabei sind. Und es ist natürlich was anderes, wenn man schon am ersten Tag mal mit dabei war. Man hat schon ein richtig gutes Gefühl und eine gute Stimmung. Und ja, so möchte ich auch heute einsteigen. Vielen Dank dafür, dass ich jetzt zu Beginn Gedanken mit euch teilen darf. Ich habe einige ja, meiner Gedanken, meiner Sichtweisen, meiner Blickwinkel mitgebracht und freue mich riesig dann auf eure dazu, damit in die Diskussion zu gehen. Ich habe jetzt im ersten Teil weniger Gelegenheit, das interaktiv zu machen. Das kommt danach. Also von daher schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, seid dabei. Und ich habe dafür mal ein Zitat mitgebracht von diesem Menschen hier. Normalerweise würde ich jetzt fragen, wer ist das? Kennt ihr den? Vielleicht könnt ihr es ganz kurz in den Chat schreiben, ohne dass ich es jetzt mitlesen kann. Normalerweise kommt irgendwann mal die Antwort, das ist Frank Zappa und das ist eigentlich immer so mein Check-in für den Alterscheck, ja, weil wer den Menschen kennt und ihn gehört hat, der hat viel Lebenserfahrung schon mitgenommen und Frank hat mir ein wunderschönes Zitat, was mich seit langem begleitet. The mind is like a parachute, it doesn't work until it's open. Also lasst uns dieses öffnende Moment, den öffnenden Geist jetzt auch zum Start und für den ganzen Tag natürlich nutzen, denn es geht ums Lernen, ums Öffnen. Und ich habe für das Thema Zukunft vier Themen mitgebracht. Auf der einen Seite würde ich gerne einsteigen, wie stellen wir uns Zukunft vor? Ich würde gerne auf Trends eingehen, die mit Zukunft zu tun haben. Ich würde gerne auf, was hat das mit uns persönlich zu tun? Wie denken wir Zukunft? Und wie können wir Zukunft designen? Also vier Themenblöcke, wo ich reingehe und einsteige. Ja, starte gerne mit einer Frage, ganz spontan, wenn ihr das lest. Was ist Zukunft für dich? Was würdet ihr antworten oder was antwortet ihr? Ganz spontan, was geht euch durch den Kopf? Was ist Zukunft für dich? Ich lasse mal 2, 3 Sekunden Zeit. Vielleicht könnt ihr es auch in den Chat schreiben, dann sehen es die anderen, was ihr denkt. Ganz spontan, was sind die ersten Gedanken? Was ist Zukunft für dich? Diese Frage hat Martin Seligmann mal gestellt. Martin Seligmann ist einer der bekanntesten Wissenschaftler in der positiven Psychologie. Und 74% haben auf diese Frage geantwortet, Zukunft ist planen. 47% haben gesagt, Zukunft ist auf etwas hoffen. Andere sagen, daran denken, was sie tun werden, Dinge abarbeiten und so weiter, geht es noch weiter fort. Aber Zukunft ist alles andere als klassische lineare Planung, denn Zukunft gibt es nicht. Zukunft kommt auch nicht auf uns zu. Zukunft ist in erster Linie die Fähigkeit von dem, was noch nicht ist, die Fähigkeit der Vorstellung von dem, was noch nicht ist. Zukunft ist Imagination. Denn durch die Imagination, durch das, was wir uns vorstellen können, treffen wir Entscheidungen im Heute, im Hier und im Jetzt. Und dadurch gestalten wir Zukunft. Und ich habe die letzten Jahre mit Beginn Corona einen Satz sehr, sehr häufig gehört und der lautete ungefähr so: Das habe ich mir alles überhaupt nicht vorstellen können, was da passiert ist. Ja, aber wenn wir uns das nicht vorstellen konnten, was können wir uns dann überhaupt vorstellen? Und darum geht es. Und Zukunft findet nicht im Scheinwerferlicht statt. Zukunft ist nicht laut. Zukunft ist nicht auf den großen Bühnen. Zukunft ist leise, im Schatten, im Verborgenen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie denken wir Zukunft, wie schauen und wie können wir uns das vorstellen. Und ich habe ein paar auch kleinere Methodiken und so weiter mitgebracht. Wir steigen mal in die erste ein, weil wenn wir über Zukunft sprechen, dann ist Zukunft häufig mit Prognose, mit Prognostik, mit Foresight und ähnlichen Wörtern verbunden. Und das ist auch richtig. Zukunft kann eine sehr stark datengetriebene Thematik haben. Ja? Also Prognostik hat, wenn ihr beispielsweise den Wetterbericht schaut, dann ist das datengetriebene Prognose, wenn ihr das Navigationssystem benutzt, sind es datengetriebene Prognostiken, die wir haben. Ja? Rückversicherer sind unglaublich gute Prognostiker, weil die über Jahre und Jahrzehnte hinweg Datenmodelle prognostizieren und Simulationen fahren. Das ist Prognose. Wir sehen oder ich sehe Zukunft immer als einen Möglichkeitsraum, also als einen Erkenntnisraum. Und die Prognose beginnt oft vom Heute nach vorne gedacht.
Die Regnose ist eine andere Methodik, man nennt es auch Zukunftssprung. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ich euch jetzt die Frage stelle, stellt euch vor, wir sind im Jahr 2030. Wie sieht unsere Umgebung aus? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie fühlt sich Zukunft an? Wie denken wir im Jahr 2030 Zukunft? Wie schmeckt Zukunft? Wir haben heute gehört, wir haben einen Koch zum Mittagessen dabei. Wie schmeckt Zukunft da? Wie riecht Zukunft da? Also indem wir uns in diesen Sprung hineinversetzen und dann, und diese Methode nennt man das sogenannte Backcasting, also man geht dann zurück, ja, und kommt aus diesem emotionalen Zukunft, der Situation aus dem Zukunftssprung und geht dann zurück und sagt, so, und wie haben wir diesen Zustand erreicht? Was waren Erfolgsfaktoren? Was waren Stolpersteine? Was haben wir aus dem Weg geräumt? Was hat super funktioniert? Was hat weniger gut funktioniert? Und was haben wir letztendlich umgesetzt? Und dieser Sprung kann sehr, sehr gut helfen, also sich aus dieser Emotionalität, denn häufig ist es so, wenn wir heute denken und sagen, so, was machen wir die nächsten 2, 3 Jahre, das bewegt uns die nächsten 2, 3 Jahre, dann tun wir das immer aus dem emotionalen Zustand von heute. Und der Zukunftssprung hilft uns, das zu überwinden und rückwärts zu schauen. Eine Möglichkeit, eine Methode, also die Prognose und die Regnose. Eine andere ist, und das ist eine ganz einfache Fragestellung, das ist die sogenannte What-If-Frage, die Was-wäre-wenn-Frage. Und die Was-wäre-wenn-Frage, die kann jeder von euch sofort mal mitdenken. Da geht es sehr stark um die Provokation eurer Vorstellungskraft. Was wäre, wenn wir nicht scheitern könnten? Was wäre, wenn jeder auf der Welt gleich viel Geld hätte? Was wäre, wenn jeder Bürger morgen seine Steuererklärung mit ChatGPT macht? Was wäre, wenn die DATEV im Vorstand die Natur als ein Vorstandsmitglied sitzen hat? Was wäre, wenn Autos ab morgen CO2 aufnehmen und nicht mehr absorbieren? Also ihr merkt, große Fragestellung, große Imagination. Und all das, was wir uns aber vom Kopf her vorstellen können, sind wir auch in der Lage, das zu erreichen. Und ich habe die Methodik einmal als erstes einmal kennengelernt in meiner ersten Besuche im Silicon Valley. Ich war in der Google Innovation Garage. Und die erste Übung, wenn du in die Google Garage kommst, ist, du kriegst einen Stift und einen Zettel, 2 Minuten Zeit und du formulierst deine Was-wäre-wenn-Frage. Und seitdem bewegt mich die. Und ich weiß nicht, ob ihr die What-if-Frage der Google-Gründer kennt. Die ist damals von den beiden an der Stanford University, wo sie an der Stanford University waren, entstanden. Und die What-If-Frage von den Google-Gründern war, was wäre, wenn wir das Internet ausdrucken könnten? Und die Lösung, oder daraus ist die Lösung der Suchmaschine entstanden. Und vielleicht macht diese What-If-Frage mit euch etwas. Ich bin gespannt, was wäre, wenn wir uns nachher in der Diskussion darüber unterhalten würden, welche Ideen ihr mitbringt. Ein weiteres Themenfeld ist das ganze Thema der Serendipität. Bisschen schwieriges Wort, Serendipity. Man kann das mit dem das Provozieren von Zufällen beschreiben. Oder wer nicht sucht, der findet. Und wir haben unglaublich viele Innovationen, Neuerungen, die nicht durch lineare Innovationsprozesse entstanden sind, sondern dadurch, dass sie durch Zufälle, dass es Menschen gab, die mit einem offenen Mindset sogenannte Dinge verbunden haben, die vorher überhaupt nicht zusammengepasst haben oder zusammengehört haben. Das Penicillin als Beispiel. Das Penicillin ist dadurch entstanden, dass sich Alexander Fleming, der das Penicillin erfunden hat, ja, eine Bakterienkultur, Bakteriologe, im Sommerurlaub hat stehen lassen und er kommt zurück und auf der Schale der Bakterien hat sich ein Schimmelpilz entwickelt. Und er hat dadurch festgestellt, dass dieser Schimmelpilz die Bakterien abgetötet hat. Und das war der Grund und die Entwicklung des Penicillins, wofür er irgendwann den Nobelpreis auch dafür bekommen hat und das wir heute alles kennen. Aber es war überhaupt nicht die Entwicklung, sondern es war ein Zufall, den er sehr geschickt verbunden hat. Viagra ist ein Beispiel. Viagra war ein Herz-Kreislauf-Mittel, so anfangs gedacht. Und in den ersten klinischen Studien hat man festgestellt, oh hoppla, da tun sich aber noch ganz andere Dinge auf. Ja? Und so hat sich das entwickelt. Oder der Teebeutel, oder die Post-its, oder Teflon, oder
die Röntgenstrahlen und, und. Also es gibt unglaublich viele Beispiele der Serendipität. Und das, was wir heute auch erleben, die Provokation von Zufällen, das entsteht auch heute. Also das werden wir merken, wenn wir in Interaktion sind, wenn wir Dinge miteinander verbinden, wo wir gar nicht wissen, dass sie vielleicht zusammenpassen könnten. Aber das braucht die Offenheit, diesen Zufall zu provozieren. Und ich habe noch ein Prinzip mitgebracht, das ist das sogenannte First Principles Thinking. Das nennt man auch das Prinzip der Unvoreingenommenheit. Und alleine das könnten wir schon sehr, sehr viel miteinander machen, weil das hat sehr viel mit dem sogenannten Unconscious Biases zu tun, also die unterbewussten Konditionierungen, die wir haben. Wissenschaftlich betrachtet hat jeder Mensch zwischen 150 bis 180 sogenannte Unconscious Biases. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Feld. Das ist etwas, was wir jetzt tief in uns verankert haben, Dinge, die wir, sogenannte Schubladen, die wir aufziehen, wie wir Dinge bewerten, wie wir auf Dinge schauen, welche Glaubensbekenntnisse wir haben. Und das First Principles Thinking ist in der Zukunft und in der Innovation ein enorm wichtiges Thema, weil es darum geht, als allererstes, wenn wir an Problemstellungen gehen, gilt es, alle Vorannahmen in Bezug auf ein Problem zu eliminieren. Und häufig begegnen wir aber mit, ja, das haben wir schon mal probiert und ja, das hat aber hier nicht funktioniert und ja, aber und ja, aber und ja, aber. Und dieses ja, aber ist aber beruht auf den Glaubensbekenntnissen. Und dieses Eliminieren Zukunft hat sehr viel mit Dekonstruktion zu tun. Eine Dekonstruktion zu einer Rekonstruktion, also Dinge auf den Grund zu gehen. Also das zweite Prinzip beim First Principles Thinking ist, das Problem fundamental runterzubringen, in allen Einzelteilen und aus diesen Einzelteilen wieder eine neue Konstruktion zu bauen. Also die Vor- und Unvoreingenommenheit. Und es gibt viele technische Dinge. Elon Musk ist ein fantastischer Denker und Verfechter des First Principles Thinking. Und ich glaube, man kann es an seinen fast schon wahnwitzigen Erfindungen. Wer kommt auf die Idee und sagt, wir schießen eine Rakete in den All und schauen, dass die wieder unten ankommt und sie nicht zerstört. Ja? Das ist ein First Principles Thinking, weil man der Sache so auf den Grund geht und sagt, wie kann ich das Problem lösen, das da ist, und viele andere Dinge. Es gibt aber auch Künstler, die sich damit beschäftigen. Ich habe euch mal ein Beispiel dazu mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr Ursus Verli kennt. Ursus Verli ist ein Schweizer, der hat 3, 4 Bücher, Bildbände herausgegeben, die Kunst aufzuräumen. Ich habe auch ein Memory-Spiel dazu, was ich mit meinen Kindern sehr gerne spiele. Kann ich nur empfehlen. Und Ursus Verli geht den Dingen in seiner Art, Dinge zu dekonstruieren, nämlich aufzuräumen. Also wir sehen hier diesen Tannenzweig. Man kann den Tannenzweig auch anders betrachten, wenn wir ihn in seine Einzelteile zerlegen, also ihn dekonstruieren. Oder wenn ihr dieses Bild hier einer Wiese im Freibad seht, ja, wie wäre es, wenn wir die Wiese aufräumen? Wie sieht das aus und welche Muster ergeben sich dadurch? Oder ich weiß nicht, was ihr heute Morgen gefrühstückt habt, ja, weil das Müsli, wenn wir die Müslischale haben und wir dekonstruieren sie und zerlegen sie in die Einzelteile. Also, das ist ein anderer Zugang jetzt, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was mit Dekonstruktion dazu gemeint ist. Also, um den ersten Teil abzuschließen, die Vorstellung ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit auch, wie wir Zukunft denken können. Denn Zukunft ist in erster Linie die Fähigkeit der Vorstellung von dem, was noch nicht ist. Im zweiten Teil gehe ich gerne in einem klein bisschen auf Trends ein. Ja? Also auch hier ein klein bisschen, weil wir nicht die ganze Facette abdenken können, aber ich versuche euch mal einen Überblick zu geben. Weil wenn wir über Trends sprechen, gibt es sogenannte Trendkategorien, sehr viele verschiedene. Und das, was ihr hier seht, sind Zeitverläufe, also Zeitwellen. Ja? Und wenn wir uns unterschiedliche Trendkategorien auf die Zeitwellen legen, dann gibt es sogenannte Metatrends. Das sind die langwelligsten Trends, die aus der Natur herauskommen. Also jetzt beispielsweise, dass wir vom Holozän ins Anthropozän gerade übergegangen sind. Ja, das ist ja ein jahrzehntelang andauernder Prozess. Die Megatrends sind ein ganz großer Building-Block dort drin, der verschiedene Zeitwellen mit einnimmt. Wir haben soziokulturelle Trends, wir haben Technologietrends natürlich, wir haben Markttrends, Designtrends, Produkttrends. Darüber würde jetzt sogar noch ein Hype kommen. Ja? Hype ist oder Mikrotrends genannt. Ja? Und ich versuche es mal in der Trendkategorie an einem Beispiel. Also wer von euch erinnert sich an Pokémon Go?
Kurz mal Hand hoch, jeder für sich. Also Pokémon Go war 2016 ein Medienhype, kann man sagen. Ja, bis heute hat Pokémon Go über 1 Milliarde Mal wurde das Spiel runtergeladen und auch gespielt. Der Technologietrend, der dahinter lag, war Augmented Reality und Geolocation. Und jetzt könnte man sagen, naja, ein Megatrend dahinter, das muss doch die Digitalisierung sein. Aber die Digitalisierung ist kein Megatrend. Der Megatrend dahinter ist die Konnektivität. Also das menschliche Bedürfnis um Verbindung, um Beziehung. Und in der Konnektivität hat man die Mensch-zu-Mensch-Beziehung, die Mensch-Maschine-Beziehung. Aber Technologie ist nur, kann nur ein Enabler sein für menschliche Bedürfnisse. Und so kann man ungefähr, könnt ihr euch diese Kategorien einschätzen. Betrachtet man jetzt in Unternehmen, das ist Teil meiner Arbeit, dass ich in vielen Unternehmen mache, das ganze Trendmanagement, dann gibt es natürlich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Signalen, von Trends, die sich bewegen und, und. Also da hilft uns Technologie, Trendradare aufzubauen, Signale von wirklichen substanziellen Trends zu unterscheiden, in ein Foresight Planning zu gehen, Dinge zu bewerten in Teams, Ideenmanagement mit einzubinden und aus dieser Bewertung heraus dann in Innovation, in ein Roadmap Planning zu gehen. Ja? Also das passiert da. Und ich habe euch mal nur jetzt eine Trendkategorie noch mal etwas näher mitgebracht, das sind die Megatrends, weil die Megatrends so einen wichtigen Building Block haben. Die Megatrends, ihr habt das an den Wellen gesehen, sind sehr langwellig. Die haben eine Halbwertszeit von rund 30 bis 50 Jahren. Also wir sagen auch, das sind Lawinen in Zeitlupe. Die sind da, da können wir zuschauen, die spüren wir. Sie sind ubiquitär, das heißt, sie treffen in allen Lebensbereichen zu. Sie sind global, also sie treten global auf, sind weltweite Phänomene und sie sind unglaublich komplex und vielschichtig. Und eine Quelle ist das Zukunftsinstitut. Ich war einige Jahre Geschäftsführer am Zukunftsinstitut. Das Zukunftsinstitut arbeitet mit 12 Megatrends. Wenn ihr dort drauf schaut, dann sind das bekannte Begrifflichkeiten. Und diese 12 Megatrends, die haben natürlich noch weitere Subtrends. Da gibt es diese sogenannte Megatrend-Map. Das seht ihr, die ist wie eine Metro-Map, eine U-Bahn-Fahrkarte aufgedröselt. Und da, wenn man natürlich tiefer reingeht, dann sieht man, ich habe jetzt mein New Work so als ein Beispiel da hier mitgebracht, was gibt es denn für Subtrends? Man sieht, hey, die kreuzen sich Trends, ja, die kommen zueinander, da entstehen wie an Bahnhöfen mehrere, die ja zueinander kommen und so weiter. Und das ist das bisschen Versuch der Erklärung, ja, dieser Ubiquität, dieser Vernetzung und dieser Komplexität, die dort drin steckt. Und ein Thema ist, dass Zukunft und Trends nie linear funktionieren. Deswegen mit der Planung, das was ich vorher gesagt habe, sondern Zukunft hat immer eine Komplexität und ein Trend hat immer einen Gegentrend. Und aus dieser Trend-Gegentrend-Dynamik, ja, kann sein, dass sich ein Trend durchsetzt und der Gegentrend weggeht oder ein Gegentrend sich durchsetzt, ja, entsteht sowas wie eine Rekursion, also eine Transformation und möglicherweise eine Synthese aus Trend- und Gegentrendbewegung. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, habe ich mal ein Beispiel wieder mitgebracht. Das, was ihr jetzt hier, das Bild auf der linken Seite seht, ist eine der erfolgreichsten und meistverkauftesten Zeitschriften im deutschen Zeitschriftenmarkt. Das Bild, was ihr auf der rechten Seite seht, ist eine der meistverkauftesten Zeitschriften im deutschen Zeitschriftenmarkt. Und das ist eine typische Trend-Gegentrend-Bewegung. Und die Synthese, die daraus entsteht, ist, was man in der Trendsprache den sogenannten Flexitarier nennt. Ein Flexitarier ist ein Mensch, der einen bewussten Genuss von Fleisch hat, aber nicht mehr täglich. Ein Flexitarier hat an 4 bis 5 Tagen konsumiert kein Fleisch, aber wenn er oder sie Fleisch konsumiert, dann mit einem anderen Qualitätsbewusstsein. Wir haben ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland, die kein Fleisch konsumieren, also rund 8 Millionen Vegetarier und 2 Millionen Veganer. Und der Flexitarier ist eine Synthese, die daraus entstanden ist. Und es gibt noch viele, viele mehr. Ich habe ein paar nochmal mitgebracht und das merkt ihr immer an diesen Begrifflichkeiten. Also eine Synthese ist auch, die Trendforscher sprechen immer von sogenannten semantischen Lücken. Also da gibt es noch etwas nicht, da geht man rein, da baut man Narrative auf, ja.
Freemium ist sehr bekannt aus der Plattform-Ökonomie, also von Free und Premium. Luxese ist alles, was wir aus dem Minimalismus erkennen, der Luxus und die Askese. Frenemies sind die Friends und die Enemies. Der Prosumer ist der Produzent und der Konsumer, also er merkt diese Wortspiele. Und real digital, in der Trendsprache sprechen wir nicht von Hybrid, weil Hybrid ist etwas, was drunter liegt. Real digital hat zum Beispiel nochmal die ganzen Augmented Reality Layer, die da drüber liegen, also das Thema Metaverse als ein Beispiel. Also auch wenn wir uns vorstellen, wie begegnen wir uns in 2030, ich glaube, diese Form der Videoübertragungen, das ist einfach eine Übergangstechnologie. Also wir werden ganz andere Formen des Miteinander-Interagierens im digitalen Raum durch Web 3.0 und Metaverse natürlich hier auch nochmal einnehmen. Also, um den zweiten Baustein abzuschließen, das Thema der Trendbetrachtung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Was passiert im Draußen? Was rauscht? Wo haben wir Signale? Wo haben wir sich verstetigende Trends? Und was hat das mit unserem Unternehmen, mit unseren Kunden, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Produkten, mit unseren Innovationen, mit unserem Organisationsdesign zu tun? Und dieses Innen-Außen, das gilt es zu verbinden in der Trendbetrachtung, das sehr, sehr gut darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Im dritten Teil möchte ich mehr auf dich eingehen, auf jeden Einzelnen von uns, nämlich die Art und Weise, wie wir Zukunft denken und wie wir sie beobachten. Jetzt habt ihr so ein bisschen drauf geguckt, hey, was passiert denn da eigentlich und was sind das alles an Trends und so weiter. Jetzt schauen wir ein bisschen in uns rein, denn jeder von uns, und das ist das, was wir aus der Wissenschaft im Konstruktivismus kennen, konstruiert seine Wahrheit. Das klingt jetzt erstmal, ja, denkt man sich, hey, was ist eigentlich gemeint? Aber die Selbstkonstruktion, also unser Weltbild, entsteht durch das, was wir hier aufnehmen, was durch unseren Kopf geht, durch unsere Gefühle geht und was wir dann als Wahrheit empfinden. Und man versucht, diese Komplexität, die wir in der Welt haben, oft durch Modelle abzubilden. Das kennen wir aus der Betriebswirtschaft, das kennen wir aus der Volkswirtschaft. Und Modelle versuchen, Dinge zu vereinfachen und Orientierung zu geben. Und es gibt ein Modell, das es seit vielen Jahrzehnten gibt, was versucht, die Komplexität und die Ambiguität zu beschreiben. Das ist VUCA. Und VUCA ist ein Begriff, der jetzt mittlerweile über 40 Jahre alt ist. Und seit 3-4 Jahren diskutieren wir so in der Future Designer Szene auch, dass VUCA die Welt nicht mehr beschreibt, wie sie denn heute ist. Und es ist seit dieser Zeit ein Modell in der Diskussion, und ich würde das auch gerne als Angebot hier reingeben, was VUCA weiterentwickelt, und das ist BANI. BANI ist ebenso ein Akronym wie VUCA. VUCA steht ja für Volatile, Uncertainty, Komplex und die Ambiguity, also die Ambiguität, die dort drin steckt. Und BANI hat natürlich auch Begrifflichkeiten, nämlich das B steht für brittle, das A steht für anxious, das N für nonlinear und das I für incomprehensible. Ich erkläre es ganz kurz, was damit gemeint ist. Also B, das brittle, heißt übersetzt das Brüchige, das Poröse, das Spröde. Und das geht auf die Systeme, nämlich wenn Systeme brechen oder poröse sind. Und jetzt lasst uns mal die letzten 3-4 Jahre zurückdenken und wir schauen auf globale Systeme, die gebrochen sind, auf Lieferketten, die gebrochen sind. Erinnert euch beispielsweise das Bild, ein Megatanker 450 Meter steht quer im Suezkanal. Was für Auswirkungen das auf die weiteren Systemkomponenten hat. Oder zu Beginn in der Corona-Krise ein kleiner Lieferant in der Automotive-Industrie, der Elektrosteckverbindungen macht, schließt sein Werk, in Deutschland stehen viele Bänder still. Wir schauen auf die Energie, die wir jetzt durch Russland und den Ukraine-Krieg sehen. Wir schauen auf die Agrarwirtschaft, wo Monokulturen entstehen. Wir schauen in die Pharmaindustrie, wo Monokulturen entstehen und wir auf einmal keine Medikamente mehr bekommen und. Die Globalisierung der letzten Jahrzehnte ist entstanden aus Kostengründen, aus Effizienzgründen, aus Lean-Management-Gründen. Dinge billiger, günstiger, effizienter zu machen.
Und wenn in dem Moment ein Glied in dieser Kette bricht oder poröser wird, dann kollabiert oft das gesamte System und das hat bei uns einfach globale Auswirkungen. Also, das ist eine Beschreibung des Porösen. Das A steht für Anxious und das ist die Angst, die wir in uns haben. Und die Angst, erinnert euch zu Beginn Corona, das waren die ersten gesundheitlichen Ängste, die wir sagen, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Dann war es die Angst, dass wir Menschen in unserem Privat, ins Private reinholen. Ja? Auf einmal sehen mich die Kollegen und Kolleginnen, ja, und Mensch, wie sieht es denn bei mir eigentlich aus im Wohnzimmer, in der Küche und wo mache ich das eigentlich? Ja? Das war die Angst um die Familie, dann kam das Homeschooling, dann viele Dinge. Und ich habe noch nie Menschen so häufig und so offen über ihre Ängste sprechen können. Jetzt haben wir den Krieg, ich kenne den aus meiner Kindheit, von meinen Großeltern. Ich habe das nur gehört, ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen. Die Angst, die dort mitspielt, ist natürlich jetzt ganz anders in dieser Situation. Und die Frage ist, hemmt uns Angst oder können wir aus dieser Angst etwas Positives, etwas Progressives machen? Das ist das, was damit zusammenhängt. Wir haben die Non-Linearität und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Modelle, die wir in der Betriebs- und Volkswirtschaft haben, sind einfach Ursache-Wirkungsprinzipien erklärt. Nur Ursache-Wirkungsprinzipien sind einfach. Sie sind manchmal zu einfach. Sie können die Komplexität nicht beschreiben, weil wir, unsere Welt sind Systeme. Wir haben unterschiedliche Systeme. Wir haben biologische Systeme, wir haben politische Finanzsysteme, wir haben Unternehmen. Ein Unternehmen ist ein soziales System. Spätestens ab zwei Menschen sprechen wir von sozialen Systemen. Und Systeme haben bestimmte Dynamiken, Systeme haben bestimmte Systemgrenzen, Systeme haben bestimmte Koppelungseffekte, positive wie negative. Also es ist nicht einfach mit Wenn-Dann-Verbindungen zu klären, sondern es hat unglaubliche Dynamik. Und je größer und je mehr Mitglieder ein System hat, umso komplexer und chaotischer wird das oft. Also deswegen ist es wichtig, dass wir, es ist eine der Future Skills, ich beschäftige mich sehr viel mit Future Skills, Contextability nennt man, also die Kontexte zu erkennen und zu erklären und darin zu arbeiten, hat viel mit systemischem Denken zu tun. Und das Unvorstellbare, die Inkomprehensibilität, die dort mit drin ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele der Dinge, ich habe es vorher schon gesagt, das konnte ich mir alles nicht vorstellen. Und es werden noch viele Dinge auf uns zukommen, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Also die größten Herausforderungen, die wir als Menschheit haben, ist der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität. Und wir spüren das in ganz, ganz kleinen Teilen. Aber das, was da auf uns zukommt, die Kipppunkte, auf die wir schon überschritten haben und die auf uns zukommen, das sind Dinge, die müssen wir uns vorstellen können. Und wenn wir jetzt auf dieses Barney-Modell schauen, dann ist natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir verstanden, VUCA haben wir die letzten 40 Jahre gehabt, wir haben verstanden, damit umzugehen. Also es gab wahrscheinlich keine Konferenz, wo nicht VUCA irgendwo, sicherlich auch hier, ja, also was sind Antworten, das Thema der Agilität, die sich dort entwickelt hat und und. Was sind Sie bei Barney? Barney heißt, wenn wir Brüchiges haben in spröden, porösen Systemen, ist die Belastbarkeit und die Resilienz etwas, wo wir uns viel, viel stärker damit beschäftigen müssen. Also wie sehen Lieferketten in einer resilienteren Form aus? Wie sieht die Belastbarkeit von Systemen aus? Welche Puffer brauchen wir? Wie müssen wir Systeme anders designen? Wenn Angst immer stärker wird, ist die Frage, wie begegnen wir dem? Die Empathie, das Einfühlungsvermögen, die Emotionen, die Achtsamkeit, die Wertschätzung, das sind Dinge, wie wir mit angstvollen Situationen und Emotionen umgehen können. Die Nichtlinearität ist, wir müssen lernen, in Kontexten zu denken. Einfache Ursache-Wirkungsprinzipien reicht heute nicht mehr aus. Und die Adaptivität, das, was wir aus der Agilität heraus können. Agilität heißt ja, adaptiv zu sein. Also in kleineren Zyklen, in kleineren Verbindungen und immer wieder in iterativen Schleifen Dinge sehr, sehr schnell zu adaptieren, um im Zyklus zu bleiben, um im Lebenszyklus zu bleiben. Und das Unverständnis verlangt nach Transparenz, nach Offenheit, nach Sichtbarkeit, aber auch nach Intuition, nach dem, was wir in uns haben, nach den soziologischen und psychologischen Elementen, die wir in uns tragen. Also ich freue mich auf die Diskussion und eure Sichtweisen darauf. Wie gesagt, das ist ein Angebot und ein Versuch, über dieses Modell die Welt etwas einzuordnen und Rückschlüsse
und Handlungen, Haltungen und Skills daraus zu entwickeln. Und ich gehe jetzt ein bisschen tiefer nochmal darauf ein, weil das, was wir quasi jetzt in der Beschreibung von Barney sehen, also im großen Big Picture, und wir gehen jetzt mal auf die Ebenen, die wir im Unternehmen haben, dann erlebe ich ja sehr häufig, dass wir über die logischen Dinge sprechen, ja, über die sichtbaren Dinge, über die Artefakte, über die Technologien, über das Offensichtliche. Und ich hatte es vorher schon gesagt, Zukunft findet nicht im Offensichtlichen statt, sondern das, was wir, und ich habe jetzt mal hier das Modell von Edgar Schein, das Drei-Ebenen-Modell mitgebracht, darunter liegt ja die sogenannte psychologischen Momente, also die Wertegetriebenen, die Glaubenssätze, die wir teilweise bewusst, aber teilweise auch unbewusst ausüben. Und wir haben die ganz unterbewussten Dinge in uns, die Unconscious Biases, hatte ich vorher schon mal gesagt, also die soziologischen Dinge, das sind die tiefen, tiefen Grundannahmen, die wir haben. Und häufig bewegen wir uns ausschließlich auf der logischen Ebene. Wir versuchen, Dinge über Logiken zu erklären. Das reicht oft nicht mehr aus. Und wir sehen das an den Diskussionen, an gesellschaftlichen Diskussionen, an politischen Diskussionen. Ich mache unglaublich viele Kulturanalysen in Unternehmen. Und in den Kulturanalysen, die wir machen, gehen wir immer natürlich auf die drei Ebenen ein. Ja? Weil das, was die Grundannahmen sind und über die Grundannahmen artikuliert wird, ja, erklärt wird, kommuniziert wird, ist das wesentlich Wichtigere als das, was sich im Logischen ausdrückt. Und deswegen sind die drei Ebenen wichtig. Einfach als Bild mal mitbehalten. Und wenn wir über Denken und Beobachten sprechen, dann gibt es verschiedene Formen der Beobachtung. Und oft beobachten wir eben nur eine Ebene, nämlich es gibt die verschiedenen Dimensionen. Es gibt die eindimensionale Beobachtung. Und die eindimensionale Beobachtung, die findet meist auf einer logischen Ebene irgendwo statt. Die ist einseitig. Das ist Plus und Minus. Das sind Pole auf irgendwelchen Linien. Ja? Also ich habe es mal versucht, hier so visuell darzustellen. Das sind Ziele. Ziele oder KPIs irgendwo. Und die sind wichtig, aber ein Erfolg entsteht nicht durch ein KPI. Das zweidimensionale Denken oder die Wahrnehmung zweidimensional, jetzt mal hier in Form eines Rechtecks dargestellt, ist die Übertragung. Also was kann ich aus dem Eindimensionalen übertragen? Und da fängt man schon mal an, so in 2D zu modellieren. Bildlich wieder gesprochen, das sind Flowcharts, das sind Diagramme, das kann ein Business Model Canvas sein, irgendwas in der Form. Aber auch, wenn ihr euch Daten vorstellt, Datenräume vorstellt, wie viele Daten finden nur, in Anführungsstrichen, in 2D statt? Also was hat das wieder mit Wahrnehmung und Erkenntnis daraus zu tun? Es gibt natürlich den dreidimensionalen, den 3D-Raum. Und der 3D-Raum, jetzt hier in dem Würfel dargestellt, hat Raum. Ja, hat Raum. In Räumen kann man miteinander interagieren. Das, was wir hier tun. Also jetzt noch nicht, aber jetzt dann gleich. Ja, miteinander agieren. Haptisch arbeiten. Das steckt damit drin. Energien entstehen lassen. Und das sind Methoden, was wir aus dem Design sehen, aus dem Lego Serious Play, also all das, was wir anfassen, mit das wir modellieren können. Das sind die gängigen. Und selbst bei den gängigen nutzen manche nur die erste oder die zweite Dimension der Wahrnehmung. Es gibt aber eine vierte Dimension und das ist die Beobachtung. Und die Beobachtung ist eine ganz, ganz wichtige, weil wir sprechen von sogenannten White- und Blindspots, weil wir in der Beobachtung Dinge sehen, die wir kennen. Das sind die sogenannten Known-Knowns, also das, was wir wissen, wissen wir. Es gibt die sogenannten Unknown-Knowns, also wir wissen Dinge, wo wir sagen, ah, okay, das weiß ich nicht, das ist alles bekannt. Aber es gibt die sogenannten Blindspots, also die Unknown-Unknowns, also das, was wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Und das ist der größte Bereich in unserer Wahrnehmung, sind unsere Blindspots. Also wir wissen viel, viel mehr nicht, als dass wir wissen. Es ist natürlich sehr, sehr einfach, in den White Spots zu agieren. Das ist die Komfortzone, das ist die Expertise. Darauf bauen wir Glaubensbekenntnisse auf. Darauf entscheiden wir für, ja, aber, das haben wir doch schon immer so. Ja? Also das, da kommen wir aus der Stärke heraus. Da liegt natürlich auch Stärke dran. Aber wenn wir Zukunft gestalten, wenn wir an Innovationen denken, dann, und das meinte ich mit vorher, Zukunft
findet nicht im Scheinwerfer, die findet nicht im White Spot, sondern im Blind Spot statt. Aber wie erkennen wir das? Und die Beobachtung ist enorm wichtig. Und Beobachtung heißt, wir müssen uns mal mehr rauszoomen aus dem System. Wir müssen uns wieder reinzoomen. Und dazu gibt es einen, der ist der sogenannte Hypercube. Und ich hoffe, das Video läuft jetzt so, dass ihr das sehen könnt. Und dieser Hypercube, der soll darstellen, welche Dimensionen wir in der Beobachtung haben. Wir zoomen uns mal rein, wir zoomen uns raus. Und wir haben natürlich von außen eine ganz, ganz andere Beobachtungsgabe, als wenn wir uns entsprechend, wenn wir drin sind im System, wieder rauszoomen, wieder reinzoomen. Und das würde ich euch gerne auch mal mitgeben für heute, nämlich die Art und Weise, wie wir beobachten. Im Systemischen sprechen wir von der Beobachtung zweiter Ordnung. Und das könnt ihr euch so vorstellen. Wir beobachten uns, wenn wir uns jetzt zuschauen. Ihr beobachtet mich jetzt, ja? Also ihr schaut mir jetzt zu. Das ist relativ einfach, ja? Jetzt könnte, das ist so, wie wenn ich jetzt, wenn ich vor dem Spiegel stehe und ich schaue mir zu. Das ist die Beobachtung erster Ordnung. Die Beobachtung zweiter Ordnung ist, es ist etwas, was hinter mir, ich schaue mir zu, wie ich mir zuschaue, wie ich in den Spiegel schaue. Das ist die Beobachtung zweiter Ordnung. Und das ist dieses Rauszoomen und dieses Reinzoomen. Das ist hiermit gemeint. Versucht mal diese Perspektive nachher einzunehmen und ihr werdet merken, wenn ihr euch aus Systemen zoomt und wieder reingeht, dass das eine andere Reflexion, eine andere Wahrnehmung hat und ihr dadurch Blindspots leichter entdecken könnt, wie wenn ihr in einer ein- oder einer zweidimensionalen Wahrnehmung unterwegs seid. Aber ihr merkt, das Thema ist breit, alle Themen sind sehr breit, aber ich hoffe, euch damit jetzt im dritten Teil auch noch einen Anschluss gegeben haben. Und ich komme jetzt dann zum vierten und zum Schluss, denn Zukunft entsteht durch Design. Und Zukunft zu designen, das ist etwas, was man methodisch sehr, sehr gut abbilden kann. Und Design Futuring, man nennt die Methode auch, ich nenne mich auch hier Future Designer. Das ist eine Methodik, die seit vielen Jahren aus dem Design-Kontext heraus auch entstanden ist. Und es gibt, wenn wir uns die Methodik mal näher anschauen, es gibt den Design-Futuring und ihr werdet jetzt merken, all diejenigen, die mit Design-Thinking zu tun haben, das ist ja auch eine Methode aus dem Design heraus, ja. Und Design-Futuring liegt dem sehr, sehr nahe. Also man kann sagen, da haben sich Dinge verbunden miteinander. Es gibt die sogenannte Explorationsphase und die Explorationsphase. Und jede der Phasen hat immer einen öffnenden Modus. Ja, ich brauche also sozusagen immer etwas, wo Dinge aufgehen. Das ist das Entdecken. Die Exploration ist zum Beispiel etwas, was wir mit Trends machen können. Ja, die Dinge zu entdecken. Was passiert denn eigentlich da draußen? Wir müssen sie natürlich irgendwann wieder zumachen, weil all das, was da draußen passiert, die meisten Dinge sind nicht relevant. Aber was ist denn relevant? Also wo setze ich Prioritäten und wie vertiefe ich sie? Öffnender, schließender Modus in der Exploration. Dann geht es darum, Zukunftsbilder zu entwickeln. Und Zukunftsbilder macht man häufig über die sogenannte Szenariotechnik. Also welche Szenarien tun sich denn auf? Welche Möglichkeiten tun sich auf? Also es gibt die wahrscheinlichen Szenarien, es gibt die oder die utopischen Szenarien, ja. Man kann in Zeiträumen kurz- oder langfristige Szenarien denken. Also Szenariotechnik ist eine eigene Methodik. Man macht Möglichkeiten, wieder Möglichkeiten auf. Die muss man wieder schließen, weil irgendwann muss ich mich auf Szenarien einigen und darauf baue ich Narrative auf. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend, weil Zukunftsbilder sind, denkt nochmal an den Zukunftssprung, ja, Regnose, wie fühlt sich das an? Ein Zukunftsbild oder eine Vision. Eine Vision ist ein Zukunftsbild. Und ich meine wirklich Bild. Also was können wir uns vorstellen? Eine Vision ist nicht, wir wollen Marktführer werden oder x Prozent Marktanteile haben oder irgend so ein Bullshit, sondern Zukunft ist wirklich ein emotionales Bild. Etwas, was im Weiten weg ist, was uns zieht, was etwas wie so ein Nordstern auch ist, wo wir uns orientieren können. Vielleicht auch gar nie erreichen können, aber es ist ein Bild, was uns leitet. Und diese Übersetzung von dem Bild geht dann in die Strategie. Auch hier wieder, Strategie hat einen öffnenden Modus. Das heißt, was bewerte ich denn daraus? Und es hat einen schließenden Modus, wie komme ich in die Transformation, in die Umsetzung? Also wie komme ich vom Strategischen dann ins Operative? Und hinter dieser Methodik liegen eine Menge Tools und eine Menge spannender Vorgehensweisen und Methodiken, also sofern ihr euch dafür interessiert, das ist Teil meiner Arbeit, Menschen, Unternehmen, Organisationen dabei zu begleiten, Zukunft nicht nur zu denken, sondern von Zukunft
Denken ins Design zu kommen. Und ich würde gerne den Impuls jetzt abschließen über die vier Punkte, die ich gebracht habe. Zukunft als Vorstellung der Imagination, Zukunft über Trends, Zukunft über wie ticken wir eigentlich, wie denken wir Zukunft und über das Zukunftsdesign. Und all das hat damit zu tun, wie wir Kreativität verfügbar machen. Und Kreativität ist kein ökonomischer Faktor. Das ist zwar in den letzten Jahrzehnten so entstanden. Jetzt machen wir mal von Freitag von 13 bis 15 Uhr mal eine Kreativsession und jetzt denken wir mal alle nach vorne. Ja. Also man versucht es einzupressen, man versucht es in die Raster zu bringen, aber gebt der Kreativität Raum, gebt der Zukunft Raum. Das, was hier passiert, gestern und heute, das ist Kreativität Raum zu geben. Das ist Lernen, das ist Spüren, das sind Emotionen, das sind Erfahren von Dingen, die ich noch nicht kenne. Ja. Blindspots, ja? Dinge zu diskutieren, kontrovers, in den Dialog zu gehen. Und das braucht Raum. Und es kann gar nicht genügend DATEV Digicamps geben. Ja? Nicht nur für die DATEV, sondern hoffentlich auch für all diejenigen, die jetzt von externer Seite mit dabei sind. Wir brauchen genau diese Räume, um zu lernen und kreativ zu sein. Und jetzt würde ich an dieser Stelle einfach mal rausgehen, Schluss machen.